Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem weiteren Interview und zwar diesmal mit Frisch wie Toastbrot. Ein korrekter Typ, war so nett und hat uns das Interview gegeben, die Fragen beantwortet. Relativ großer YouTube-Channel, YouTube-Channel, deutschsprachig. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Wenn nicht, dann checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Auf jeden Fall echt ein cooler Typ und wir werden auch ein bisschen mehr zusammen mit ihm machen. Aber das ist noch in Planung, das wird irgendwann nochmal angekündigt. Ansonsten könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt und vielleicht noch ein paar Fragen stellen, die ihr gerne hören würdet. Ansonsten viel Spaß bei dem Interview. Bevor wir anfangen, erstmal großes Dankeschön an Team Bubble Tea. Ich freue mich natürlich hier als Frisch wie Toastbrot bei dem nächsten Interview. Ich glaube, das ist das zweite dieser Serie dabei zu sein. Viele werden mich schon kennen. Ich bin Frisch wie Toastbrot, dein Yu-Gi-Oh!-Kanal und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Frage, die habe ich jetzt eigentlich schon fast beantwortet. Wer bin ich? Ja, man könnte eigentlich sagen, ich bin nicht nur Frisch wie Toastbrot, ich bin auch Sammlungswahn, ich bin auch Erfolgskanal, ich bin auch Yuginator, ich bin auch The Secret Tellers und ich bin auch Mindfacts. Das sind nämlich sämtliche Kanäle, die ich hier auf YouTube in einer gewissen Zeit gestartet habe. Viele davon sind noch im Betrieb, gerade The Secret Tellers mit Creepypasta, gerade auch Sammlungswahn mit Sammelvideos oder auch der Erfolgskanal mit Erfolgsvideos. Also wenn ihr erfolgreich werden wollt, wisst ihr, wo ihr hingehen solltet. Und natürlich der Hauptkanal Frisch wie Toastbrot. Auf diesem lade ich schon seit dem 31.10.2011 regelmäßig Videos für euch hoch. Und ich denke, damit ist die Frage ganz gut beantwortet und wir gehen zu Frage Nummer 2. Frage Nummer 2 lautet: Wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Und da habe ich echt eine lustige Geschichte. Viele fangen ja eher so an, sie haben da irgendein Booster-Pack und reißen es auf und machen sich darüber Gedanken. Bei mir war das komplett anders, wirklich komplett. Und zwar kam, das ist ungelogen, es ist echt, es ist wahr. Ich hatte eine Freundin zu der Zeit, wo ich mit Yu-Gi-Oh! Angefangen habe. Und zwar war sie der Auslöser davon. Und zwar war meine Freundin so drauf, die hat die ganze Zeit diese Karten gehabt und ich hatte nichts damit am Hut und habe sie dann irgendwann mal gefragt: Ey, was sind das hier für Karten, ne? Und dann meinte sie: Ja, das ist Yu-Gi-Oh!, das ist so ein Sammelkartenspiel, da kannst du mit deinen Freunden suchten, glaub mir, stundenlang. Und das war der Auslöser. Warum bin ich zu Yu-Gi-Oh! Oder wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Nämlich durch meine Freundin. Also, viele sagen ja auch immer: Ja, okay, ich sag's mal lieber nicht meiner Freundin, dass ich Yu-Gi-Oh! Spiele, weil das ist peinlich. Und bei mir war es eigentlich genau andersrum. Ich habe zuerst so gedacht: Okay, die spielt Yu-Gi-Oh! Und so bin ich zu Yu-Gi-Oh! Gekommen. Ja, die nächste Frage. Frage Nummer 3. Welche ist deine Lieblingskarte? Und ich habe nicht ohne Grund meine Lieblingsmatte, die BLS-Matte, hier ins Video gepackt. Auf jeden Fall hier unser guter alter Soldier, ja schon seit Ewigkeiten dabei und er sieht einfach Hammer aus. Und ganz ehrlich, auch wenn sein Effekt die absolute Grütze wäre, ich würde diese Karte immer noch als meine Lieblingskarte bezeichnen, weil sie einfach so ein geiles Artwork hat. Und ich habe selten so eine coole Kriegerkarte gesehen in Yu-Gi-Oh! Deswegen ist das Ganze meine Lieblingskarte. Frage Nummer 4. Was war dein erstes Booster? Und auch hier wieder ziemlich witzig. Ich habe es mir schon parat gelegt, weil ich wusste, dass ich die Frage auswählen würde. Und zwar habe ich hier so einen alten Tradebinder. Das war mein erster Tradebinder, eigentlich von Match Attacks. Und da habe ich dann irgendwann Yu-Gi-Oh!-Karten reingetan, weil Match Attacks irgendwie out waren. So, und da habe ich auch, um den ein bisschen zu verschönern, wollte ich die Dinger hier so rankleben. Und das hat aber nicht geklappt. Deswegen liegen die hier einfach nur so lose ran. Jetzt können wir mal hier die Booster Packs so rausnehmen, die hier noch so drin rumschwören. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches davon mein erstes Booster war. Ich glaube, das könnte Dark Revolution sein oder es könnte auch ein Exklusivpack sein. Also eins davon, ich denke mal, damit können wir auch gut leben, wenn wir hier die Booster hier zur Auswahl haben. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr Classic Booster. Ne? Die hatte ich damals auch vom Onkel geschenkt bekommen. Der hat mir so eine ganze Box geschenkt oder geschickt, vielmehr. Und da waren dann diese Booster hier alle drinne. Frage Nummer 5. Dein bester Moment in Yu-Gi-Oh! Ja, was war mein bester Moment in Yu-Gi-Oh!
eigentlich war es der, dass ich durch ein richtiges Fun-Video, also was wirklich einfach nur just for fun rausgekommen ist, so viele Leute erreicht habe und so viele Leute zum Lachen gebracht habe. Und zwar heißt dieses Video die genialst gefälschten Yu-Gi-Oh! Karten. Und mit dem ersten Video dieser Serie habe ich wirklich, ich glaube, über 100.000 Klicks erreicht. Und das war wirklich mein emotionalster Moment. Also ich will nicht sagen bester Moment, sondern eher von den Emotionen her war es wirklich eines der coolsten Ereignisse, die ich hier bei YouTube hatte. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich so unfassbar genial fand. Ja, und da sind wir wieder bei genials gefälschten Yu-Gi-Oh! Karten. Haha. das einfach, das Video, das war eine Produktion innerhalb von 5 Minuten. Das war ohne weiteren Aufwand, ohne irgendwie groß Rederei, einfach hingesetzt und auch Spaß dieses Video gedreht. Und dann kam das so gut an, das war einfach für mich cool. Und da sind wir auch schon wieder bei Frage 6. Nämlich, welche Tipps habe ich für andere bzw. neue Yu-Gi-Tuber? Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe sowas einfach drauf losgefilmt und ich hatte Spaß dabei und die anderen hatten auch Spaß dabei. Und wenn ich euch einen Tipp geben soll, der sehr, sehr wichtig ist, macht etwas, was euch Spaß macht. Das ist wirklich absolut Standard und das hört man in jedem YouTube-Erfolgsvideo. Ich habe dazu ja auch ein YouTube-Seminar. Wenn ihr da Bock drauf hättet, dann schreibt mich da auf frischwietoastbrot gerne mal an. Aber es ist wirklich so, weil meistens sind es die Sachen, wenn die Leute merken, ey, der hat ja sowas von Spaß bei den Videos, der macht das einfach drauf los, ohne irgendwie jetzt verkrampft da irgendwas rumzumachen, dann freuen sich die Leute auch mit dir, schreiben Kommentare und es kommt zu Diskussionen, die ja so wichtig ist. Und hier der nächste Tipp für Neulinge, beziehungsweise auch die anderen Yu-Gi-Tuber, viele machen das auch nicht. Seid aktiv bei den Kommentaren. Es ist schlimmer, das ist das Schlimmste eigentlich, wenn man irgendwie Kommentare außer Acht lässt, wenn man die einfach ignoriert oder eben die meisten ignoriert, weil dann entsteht keine Diskussion und es kann keine richtige Community entstehen. Ich merke es jetzt bei meinem neuen Kanal und deswegen ist es auch ein guter Tipp für euch, wenn ihr auch neu anfangt. Da versuche ich wirklich auf jeden Kommentar zu antworten und meistens ergeben sich dadurch einfach neue Kontakte, neue Diskussionen natürlich, neue Fragen kommen auf und das ist eben das Entscheidende, was hier bei YouTube eben das Besondere ist. So, nächste Frage. Ich glaube, das war jetzt Frage 7. Ich hoffe es einfach mal. So. Nächste Frage heißt, wurdest du schon mal beklaut oder gebecheatet in Yu-Gi-Oh? Vorweg, wo passiert denn sowas am häufigsten? Auch das habe ich sehr gut aus den Kommentaren rauslesen können. Das passiert ja meistens auf Turnieren. Jetzt muss ich dazu sagen, ich gehöre zu den Yu-Gi-Oh! Spielern und das können wir noch in einer anderen Frage beantworten, die in einem, sage ich mal, nicht so beliebten Turnierort wohnen. Im Endeffekt, die Fakten sagen, dass das nächste Turnier von uns 3 Stunden entfernt ist. Und ihr könnt euch sicherlich sicher sein, dass ich da nicht groß auf Turnieren aktiv bin. Leider, ich würde es mir auch wünschen und eventuell, wenn ich die eigene Wohnung habe, wird sich da einiges ändern. Vielleicht ja auch mal ein Fan-Treffen. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare hier bei Team Bubble Tea, ob ihr darauf Bock hättet. Also, ich wurde generell noch nicht beklaut, auch in der Grundschule, wo Yu-Gi-Oh! Noch bei den meisten in war. Da war ja hier, könnt ihr euch noch an die Grundschulzeit erinnern, da war Yu-Gi-Oh! Noch sowas von in. Da hatte jeder Yu-Gi-Oh! Karten und dass sich das einfach so minimiert hat, das ist einfach nur, also traurig. Also ich finde es ein bisschen traurig, ein bisschen schade, weil so sind wieder ein paar Yu-Gi-Oh! Spieler weg und man kann mit weniger sich duellieren. Aber auch da war ich jetzt nie derjenige, der irgendwie Karten geklaut hat. Ne? Also das will ich jetzt auch mal hier feststellen. Ich war nie irgendwie so, der sich das irgendwie für nötig gehabt hätte, jetzt Yu-Gi-Oh! Karten zu klauen. Und natürlich wurde ich auch dementsprechend nicht beklaut, weil bei uns waren alle brav. Ne? Nicht so wie manch anderer hier. Ne, nee, Spaß beiseite.
Also, nächste Frage. Frage Nummer 8. Wie lange spielst du schon Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise seit wann? Im Endeffekt ist die Frage schnell beantwortet. Ich habe meine Freundin 2010 kennengelernt. Also mit der bin ich nie mehr zusammen, keine Sorge. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es auch besser so. aber das hat andere Gründe, das wollen wir jetzt mal hier nicht thematisieren in dem Video. Und zwar ist es folgendermaßen, ich glaube 2009 oder 2010 habe ich damit begonnen, aufgrund meiner Freundin. Und es war so, dass ich dann so eine Lust darauf hatte, wirklich Yu-Gi-Oh! Auch irgendwie professioneller zu gestalten und damit auch ja mehr Leute zu erreichen, weil damals war auch schon das Problem, mit wem sollte man spielen. Die Grundschulzeit war da auch schon zu Ende und die meisten hatten dann mit Yu-Gi-Oh! Nichts mehr am Hut. Und dementsprechend habe ich dann die Idee gehabt, 2012 einen YouTube-Kanal zu errichten. Und ich glaube, das erste Video oder einer der ersten Videos war dieses das beste Yu-Gi-Oh! Deck aller Zeiten. Den Namen habe ich bis heute nicht geändert. Und da habe ich eben die Leute eben so richtiges scheiß random Deck gezeigt. Und ich dachte halt, das wäre übelst gut. Einfach so irgendwelche Karten reingehauen, wo ich damals gedacht habe, ja, das ist der Übershit. Und ja, dann wollte ich eigentlich nur so ein paar Meinungen einholen und momentan ist das Video auch in die Höhe geschnellt. Alle diskutieren darum, ist das ernst gemeint und das war schon damals schlecht. Und genau das macht eben YouTube aus, dass man da eben auch solche Diskussionen anregt, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, dass sich die Leute dafür interessieren, was du machst und das ist eigentlich richtig cool. So, jetzt die nächste Frage. Die neunte Frage. Bist du Spieler, Trader oder YugiTuber? Die Frage war für mich auch ziemlich wichtig, weil das ist schon ein Unterschied, ob man eher nur Spieler ist, ne, oder YugiTuber. Okay, bei mir ist es eigentlich einfach, frisch wie Toastbrot. Ich sollte mal annehmen, ich bin YugiTuber, also ich gehe mal stark davon aus, sonst würde es irgendwie keinen Sinn machen. Nein, Spaß. Also YugiTuber in erster Linie. Ich sehe mich eher als Entertainer, für alle, die mich kennen, und das ist auch nochmal ein Tipp für alle, die neu anfangen, macht etwas Neues. Ich weiß, Yu-Gi-Oh! Openings, Yu-Gi-Oh! Deck Profiles und Yu-Gi-Oh! Trade Binders, das sind Videos, die sollten immer drankommen. Aber bei mir, bei meinem Kanal, und das soll jetzt nicht Eigenwerbung sein, ich sehe mich einfach nur so, ist einfach, dass ich immer was Neues probiere. Also für alle, die schon seit 2012 den Kanal verfolgen, die werden sehen, ich habe mindestens 20 Playlisten mit verschiedenen Serien, also beispielsweise eben diese genialst gefälschten Yu-Gi-Oh! Karten, dann die stärksten stärksten Pokémon war wieder ein anderes Thema, das kommt auf den anderen Kanal, komme ich schon durcheinander. Ne, die stärksten Yu-Gi-Oh! Karten, die stärksten Drachen-Yu-Gi-Oh! Karten, die wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten und auch noch irgendwelche anderen Gewinnspielaktionen hatte ich auch damals sehr, sehr viel. Da könnt ihr mir auch nochmal wirklich immer eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes bringen soll. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil dadurch kommen eben immer noch neue Ideen zustande und das passt einfach. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich jetzt bei Frage 8 war oder 9. Scheiße, Fail. Okay, ich suche einfach mal eine nächste Frage aus. Hier ist ja denn der Rahmen, da seht ihr ja welche Frage das ist. Vielleicht antworte ich ja sogar 11 Fragen. Oh mein Gott, das wäre ja ein Debakel. Nee, und die nächste Frage ist, was ist deine wertvollste Karte? Ich habe lange überlegt, beziehungsweise ich überlege gerade, weil ich mache hier dieses Video recht spontan, weil die spontansten Antworten sind eh immer die besten. Die wertvollste Karte momentan ist, glaube ich, ein, lasst mich nicht lügen, ein Big Eye in Ultimate Rare. Aber da bin ich mir nicht sicher, also weil ich habe momentan eben nicht so richtig jetzt aus den neuen Packs irgendwelche Megapuls gehabt. Deswegen, ja, ist momentan nicht wirklich viel los, was die wertvollste Karte
anbelangt. Aber wenn euch das Thema interessiert, welche denn wirklich die wertvollste Yu-Gi-Oh! Karte ist, dann könnt ihr gerne mal auf Frisch wie Toastbrot vorbeischauen. Da habe ich, wie gesagt, die neue Serie am Start. Was ist denn nun die wertvollste Karte? Und da wird das ein bisschen, ja, thematisiert. So, und jetzt vielleicht sogar die 11. Frage oder eben auch die 10. Frage, je nachdem, wie ihr das unten jetzt hier in dem Rahmen seht, ist, was mag ich denn? Genau, was magst du an Yu-Gi-Oh? An Yu-Gi-Oh! Mag ich sehr, sehr viele Dinge. Einmal natürlich das Strategische, dass man eben immer wieder was Neues ausprobieren kann. Und das ist aber eher so Standard, wie ich meine. Also das ist eher cool, dass man eben sich auch ein bisschen so beim logischen Denken fördern kann. Also ich sehe das schon so, dass man eben verschiedenste Taktiken aufbauen kann. Aber ich sehe vor allen Dingen auch im Vordergrund den Kontakt zu anderen. Also durch Yu-Gi-Oh! Kommt man einfach an so viele neue Kontakte ran. Ich habe dadurch tausende Leute kennengelernt. Und wenn ich euch auch kennenlernen sollte, dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben, beziehungsweise einen Kommentar verfassen oder eine Nachricht schreiben. Und dann werden wir auch in Kontakt treten. Coole Aktion von Team Bubble Tea. Das war's hier. Ich bin Frisch wie Toastbrot, dein Yu-Gi-Oh! Kanal. Wir sehen uns hoffentlich auf Team Bubble Tea weiterhin und natürlich vielleicht sogar, wenn es euch gefallen hat, auf Frisch wie Toastbrot. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.